Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von The Evil Within im Livestream. Und hallo an euch auf YouTube. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt und mit mir den Horror weitermacht. Wenn ich glaube, dass ich mich richtig erinnern kann, dann wird's definitiv... Also nicht gruselig in dem Sinne von Horror gruselig, sondern Horror schrecklich scheiße. Weil ich bin der Meinung, es geht bald los mit den ganzen Verwirrkram und Arena-Kämpfen, die wirklich echt eklig sind. Aber, na mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall mit dieser Aufnahmesession das Ganze hier beenden. Und ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert. Und dass ich dann auch dementsprechend damit fertig bin mit dem Ganzen. Denn so lange sollte das eigentlich gar nicht mehr gehen, das Ganze hier. Sebastian, moin! Verdammte Axt, wir haben uns ja lang nicht mehr gesehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Munitionstechnisch... Ja, stimmt, die Magnum. Wir haben ein Magnum. Munitionstechnisch sollte das ja eigentlich... erstmal wieder reinkommen in das ganze Game hier. Ja, sieht gut aus. Heilungstechnisch. Mal Reservekoffer. Ja, uns geht's im Grunde genommen nicht schlecht. Oh, wir haben noch einen Schlüssel. Ja, gucken wir gleich, dass wir irgendwie was Gutes bekommen. Ja, komm, lass dir nicht so viel Zeit. So, welche von den vielen ungeöffneten Türen nehme ich denn? Ah, komm, ich nehme die. Na, okay, grünes Gel. Ist okay. Na, den Bolzen kann ich mitnehmen. Danke. So, hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Shotgun-Shells. Er damit. 7 Stück. Ein Blitzpfeil. Sehr gut. Nehme ich auch gerne. Ja, dann war's das. Dann. Ja, damit kann man arbeiten. Dann wollen wir mal raus. Ich glaube, das lohnt sich nicht, sich hier hinzusetzen mit 7150 Glitschegliel. Nein, ich glaube nicht. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Da habe ich nämlich meinen witzigen Clip gemacht. Damals noch auf dem alten Kanal. Runter. Ich weiß nicht, ob hier noch diese Ruby-Kopie kommt. Mit diesen komischen Händen. Lampe. Spielen, das Rennen, okay. Ja, da, okay, da geht es also nicht mehr. Obwohl. Vielleicht ist hier eine Figur versteckt beim Schlüsselchen. Nö. Oder ich hab's übersehen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht welchen Part, ich habe auch echt sorry dafür, dass ich deinen Namen vergessen habe, nimm's mir nicht übel, aber, ich glaube irgendwie kalter Hund oder so, also irgendwas mit Hund auf jeden Fall. Der hat mir auch so coole Hinweise gegeben. Wo war denn nochmal... Okay.
Aber das finde ich halt auch cool. Das könnt ihr halt auch gerne machen, wenn ihr wisst, wo diese Schlüsselfiguren sind. Der hat es halt auf eine ganz coole Art gemacht. So mit, ja. Oh, hier war ich schon tatsächlich. Du findest eine Figur bei drehenden Pferden so. Halt, wo ich dann auch ein bisschen nachdenken musste. Das hat er cool gemacht. Da muss ich definitiv nochmal Props an dich raushauen, falls du das siehst. Ich wünsche mir tatsächlich das gerne auch von den Zuschauern. Es ist halt cooler, wenn man das nicht vorgesagt kriegt. Wie, ja, geh mal hier in die Toilette. Hinten, da ist grünes Gel. Ja, sondern einfach sagen, ja, hier, wenn du dich genau umguckst, dann wirst du da noch was finden. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, dann vielleicht so einen kleinen Tipp geben. Wenn ich schnell genug bin, kann ich den bestimmt anzünden. Ja, so viel dazu. Na? Okay, der erste Schuss ging natürlich daneben. Das ist wieder... Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so! Genau, den Typen meine ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den töten kann. Alles gut mit diesen komischen Händen. Ah, nervt der Typ schon wieder. Ich glaube, ja. Natürlich, glaube ich, kann ich den töten. Ich glaube sogar von hinten. Ich kann euch mal ein bisschen mehr... Warte, da ist er. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen mehr Sound geben. Ich hoffe, das ist okay so. Er geht runter. Sonst, wenn Sound nicht okay ist, dann sagt gerne Bescheid. So, Sneaky-Modus. Langsam und geduldig. Bitteschön. Bist du Grütze? Kann ich dich nicht anzünden? Oh Gott, ich hätte ihn anzünden können, ja. Okay. Und ja, jetzt zünde ich dich an, stipp du Drecksviech. Wo war denn nochmal schlagen, verdammt? Alles einfach vergessen. Ach, da auf dem Knopf Y, alles klar. Gut, gut, gut. Der hat zwei Bolzen in den Händen, der wird mir nichts tun. Du kannst mir nichts tun. Ich nehme alles wieder zurück. Ey, ich habe den Kopf geschossen. Da machst du so einen Kick oder. Finde ich nicht witzig. Ja, die Flasche. Kann ich dich nicht in die Luft jagen, wenn ich... warte mal, das wird doch... Das geht doch. Jupp, finde ich gut. Damit... Schnell mal das Bolzengewehr nehmen und die ausrüsten. Genau. Sehr gut. Schnell mal nachladen. Und dann geht's weiter.
Kein Zurück mehr, ne? Nö. War ja klar. Na, wenigstens wird hier gespeichert. Also, falls wir drauf gehen, ist nicht so schlimm. Okay, ja, und hier haben wir wieder so einen Rubik-Double. Ich werde mal gucken, dass ich eventuell nicht gegen die kämpfen werde. So, im Schussduell. Lieber versuchen, sneaky zu sein, das ist möglich. Ja, und hier ist nämlich die besagte Stelle. Hier gibt es nämlich Sniper-Munition. Und dann habe ich mir gedacht, ha, wenn ich hier schon Munition kriege, dann sniper ich sie alle weg. Vor allen Dingen, weil die da nämlich gar nicht mal so doof unbewaffnet sind. Hm, schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Den müsste ich als allererstes wegsnipern. Siehste? Das hat nämlich überhaupt nicht funktioniert. Das ist schon wieder so. So, na, da ist doch keine Bombe dran. Wie der schon wieder daneben ging, der Schuss. Einfach so durch die Mütze durch. Das ist überhaupt... Ihr seht mich nicht, ich bin nicht da. Das war, was könnte man denn sagen? Das, war Einbildung. Hm. Ich muss mir das wohl eingebildet haben. Ja, ganz genau. Munition alle? Oh, Munition alle? Au! Ja, schön an die Wand geheftet. Ah, toll. Die so schön heilt. Ach, die heilige Kacke. Das war doof. Das war wirklich doof. Jetzt kämpfe ich doch gegen Hinz und Kunz. Ah, schön. Bis sie den Kopf wegschießt. Nicht snipern auf mich. Ich habe da kein Interesse dran. So, jetzt aber. Er geht dem Feuer schon aus dem Weg. Sag mal. Alles klar. Das ist doof. Das war wirklich doof. Okay. Das ist also eine Alarmanlage, die die ganze Halle aufweckt. Aber meine Schüsse mit dem Scharfschützengewehr lässt die schlummern. Aber ich muss doch auch da durch.
Probieren wir es halt nochmal. Dass ich die auch nicht deaktivieren kann, ne? Die Frage ist auch... Oh, in 5 Minuten kommt die nächste Bahn, also... Ich hab Zeit. Das Blöde ist ja... Normalerweise müsste ja da irgendwo so eine Strippe sein... wo das ausgelöst wird. Kann ich durchs Wasser gehen, ohne dass die aufwachen? Das ist eine andere Frage. Ich werde jetzt aber den erstmal... Der muss weg. Der Kollege kommt weg. Ich hoffe, der hat es hinter sich. Genau wie der. Munition alle? Oh, das ist da. Alter. Na toll. Moin Meister, bleib mal liegen. Da ist eine Bombe. Du sollst nicht... das Gelee einsammeln, du sollst aufstehen, Sebastian. Ich brauche keinen Kredit oder sowas. Okay, Zeit für schwierig. So, ihr liegt ja hier alle. Ist ja richtig wie beim Schmusen hier. Aua. Oh oh. Sebastian! Schieß! Oh. So, heilst du dich auch wieder? Oh Gott, shit, das... Kurz Nerven verloren. Sebastian G! Oh, der Typ, ey. Ich habe gar nicht auf die Munition geachtet. Dummerweise habe ich natürlich auch alle Pfeile verschossen. So, hier war irgendwo eine Bombe, ne? Ah, guck mal an, da sind die ganzen Pfeile. Also wenn hier einer herkommt, dann... Ja. Wo war denn der Sprengkörper? Wäre natürlich besser gewesen, wenn ich noch Munition alle schießen könnte. Ich glaube, ich heile mich erstmal. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Kann ich den eigentlich wieder mitnehmen? Ja. Gar nicht so schlecht. Da könnte ich wieder raus. Da ist auch der Sprengkörper, den ich gesucht habe. Lohnt sich das? Ich glaube nein. Das wäre nur ein alternativer Weg. Wegen Sneaken und so. Zack. Oh, der Dicke! Kann ich dich jetzt anzünden? Ja, sehr gut. Das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können, ne? Fressen immer so viel Munition. Eine Flasche wäre gut. Dann
könnte ich den ablenken und von hinten attackieren. Ich glaube, das wird so nichts. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Komm, schieß. War doof. Dann halt so. Hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Fünf. Wenn man sich das anguckt, 1, 2, 3. Ne? Da stehen 4. Mehr wie 5. So, die Frage, warum die Hälfte davon draußen liegt. Flasche? Vielleicht zum Sneaken benutzen. Hier lief ja auch schon wieder einer rum. Das ist nicht gut. Ich glaube, die gehen bei Kontakt hoch, ne? Ach du Scheiße. Der verschießt die. Tut weh, wa? Ah, scheiß Maske da. Sayonara, Zombie-san. Immer hier ein bisschen gehe. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich die hier. Nee, die kann ich nicht mal mitnehmen. Schieße ich jetzt nicht gegen. Muss ich dagegen schießen? Wo ist die Flasche? Ja, die, natürlich, die ist kaputt. Ich weiß nicht. Das bleibt und wird mir immer ein Rätsel bleiben. Sebastian ist Polizist, Cop, keine Ahnung, Detective, heißt der Detective Sebastian. Müsste man als Detective nicht eine Ausbildung gemacht haben? Ich weiß zwar nicht welche, aber man müsste definitiv eine Ausbildung gemacht haben. Gehört da nicht auch Schusserfahrung dazu? Und wenn du Erfahrung gesammelt hast, müsstest du nicht zumindestens, wenn du jetzt zum Beispiel da auf die Lampe schießt, sie auch... Ja, zu 80% treffen, sehe ich das falsch. Weil ab und an, selbst wenn... So, wenn das jetzt der Kopf wäre, teilweise trifft er nicht. Kann natürlich an der schlampigen Programmierung liegen, ja. Aber wenn wir mal immersiv da reingehen, ist Sebastian einfach ein schlechter Schütze. Wie die Soldaten... Die Sturmtruppler in Star Wars, die treffen mich auch nichts. Shotgun. Nachladen. Das ist voll. Und das ist, finde ich, wieder ein bisschen doof. Weil das muss man auch aufleveln, wie viel du dir in die Tasche stecken kannst. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Durch die hängende U-Bahn wollen wir ja, stimmt. Du Schweine, und wo kommst du denn her? Du dreckiger Bastard. Hast du noch Kumpels mitgebracht, oder?
packt er mich einfach und schüttelt mich hier links und rechts. Ja, vielen Dank auch, ey. Der Schlag, der bringt ja auch nichts. Das ist auch so typisch so... Na, das ist schön. Kann ich gleich mal nehmen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wisst ihr ja. Oh nö. Sag nicht, da kommen wieder diese Glibberviecher. Diese mit diesen zwei Köpfen, wisst ihr? Streichhölzer liegen hier auch. Wenn du keine hast, hast du hier nochmal zwei, um das einzuflamen. Sag. Ich hoffe, der Tresorkopf kommt nicht mehr.